Mein Name ist Sabine Müller. Ich bin Schauspielerin und ich lese die Geschichte von Tucholsky, Lottchen beichtet einem Geliebten. Kurt Tucholsky wurde am 9.01.1890 in Berlin geboren und starb am 21.12.1936 in Göteborg. Die Figur des Lottchens war die Journalistin Lisa Matthias, sie diente als Vorbild, und das erste Lottchen erschien 1928. Kurt Tucholsky gehörte auch zu diesen Autoren, die bei der Bücherverbrennung als undeutsche Literatur verbrannt wurden. Lottchen beichtet einem Geliebten. Es ist ein fremder Hauch auf mir. Was soll das heißen? Es ist ein fremder Hauch auf mir. Auf mir ist kein fremder Hauch. Gib mal einen Kuss auf, Lottchen. In den ganzen 4 Wochen, wo du in der Schweiz gewesen bist, hat mir keiner einen Kuss gegeben. Hier war nichts. Nein, hier war wirklich nichts. Du hast das gleich gemerkt? Du hast gar nichts gleich gemerkt. Ach, Daddy. Ich bin dir so treu, wie du mir. Ich bin dir wirklich treu. Du verliebst dich ja schon in einen Refrain, wenn ein Frauenname darin vorkommt. Ich bin dir treu. Gott sei Dank. Hier war nichts. Oh, nur ein paar Mal im Theater. Nein, billige Plätze. Na, das eine Mal in der Loge. Woher weißt du denn das? Was? Wie? Wer hat dir das erzählt? Naja, das waren Plätze durch Beziehungen. Natürlich war ich da mit deinem Mann. Soll ich vielleicht mit einer Krankenschwester ins Theater? Lieber Daddy, das war ganz harmlos, vollkommen harmlos. Jetzt mach doch hier nicht in Comorra oder Mafia oder was sie da in Korsika machen. Ach, in Sizilien, meinetwegen in Sizilien. Jedenfalls war das damals ganz harmlos. Was haben sie dir erzählt? Was? Hier war nichts. Du kennst den Mann nicht. Ich werde es doch nicht machen. Wenn ich schon mit einem anderen Mann ins Theater gehe, dann gehe ich doch nicht mit einem Mann, den du kennst. Bitte, ich habe dich noch nie kompromittiert. Kennst ihn nicht? Ja, er kennt dich. Na, sei doch froh, dass dich so viele Leute kennen. Bist doch berühmt. Das war jedenfalls ganz harmlos. Total. Nachher waren wir noch essen, aber sonst war nichts. Nichts. Nichts war. Der Mann sah glänzend aus, doch, das ist wahr. Einen wunderbaren Mund, so einen harten Mund. Gib mal einen Kuss auf Lottchen. Er war dumm. Es war gar nichts. Direkt dumm war er eigentlich nicht. Das ist ja... Ich habe mich nicht in ihn verliebt. Ich weiß, das weißt du ganz genau, dass ich mich bloß verliebe, wenn du dabei bist, damit du auch eine Freude hast. Ach, ich will das alles überhaupt nicht mehr. Außerdem küsst du ja gut. Na, so, es war jedenfalls weiter nichts. Sag mal, was glaubst du eigentlich von mir? Glaubst du von mir, was ich von dir glaube? Du, das verbitte ich mir. Ich bin treu. Daddy, ach der Mann, ach, das war doch nur so eine Art Laune. Naja, erst lässt du einen hier alleine und dann schreibst du nicht richtig und telefoniert hast du bloß einmal. Und wenn eine Frau alleine ist, dann ist sie viel alleiner als ihr Männer. Ich brauche gewiss keinen Mann, ich nicht. Den habe ich auch nicht gebraucht, da soll er sich bloß nicht einbilden. Ich dachte nur... dachte ich, wie ich den gesehen habe. Ich habe schon das erste Mal gewusst, wie ich ihn gesehen habe, aber da war ja nichts. Nach dem Theater? Dann noch 2 Wochen lang? Nein, ja, nur Rosen und 2x Konfekt und den kleinen Löwen aus Speckstein. Nein, ich in meinen Hausschlüssel? Bist wohl... Ich habe ihm meinen Hausschlüssel doch nicht gegeben. Ich werde doch einem fremden Mann meinen Hausschlüssel nicht geben.
Da bringe ich ihn lieber runter, Daddy. Ich habe ja für den Mann gar nichts empfunden. Und er für mich auch nicht. Das weißt du doch. Weil er eben einen solch einen harten Mund hatte und ganz schmale Lippen. Weil er früher Seemann war. Was? Auf dem Wannsee? Der Mann ist zur See gefahren. Auf einem riesigen Schiff. Ich habe den Namen vergessen. Und er kann alle Kommandos. Und er hat so einen harten Mund. Ganz schmale Lippen, Daddy. Wenn ich mich nicht so runtergefühlt hätte, wäre das auch nicht passiert. Es ist ja auch eigentlich gar nichts passiert. Das zählt doch nicht. Was? In der Stadt? Nein, nicht bei ihm. Wir haben zusammen in der Stadt gegessen. Er hat bezahlt. Na, hast du das gesehen? Soll ich vielleicht meine Bekanntschaften finanzieren? Also, denn das ist doch... Es war überhaupt nichts. Tätowiert? Der Mann war doch nicht tätowiert. Der Mann hat eine ganz reine Haut. Er hat... Keine Details, keine Details. Also entweder soll ich erzählen oder ich soll nicht erzählen. Von mir wirst du über den Mann kein Wort mehr hören. Und ich werde dir überhaupt was sagen. Erstens war überhaupt nichts. Zweitens kennst du den Mann nicht. Und drittens, weil er Seemann war und ich habe ihm gar nichts geschenkt. Und überhaupt, wie Paul Grätz immer sagt, kann man mal, da hat man gleich. Daddy, lass mal. Was ist denn das hier? Was? Wie, was ist das für ein Bild? Was ist denn das für eine Person? Wie? Was? Wo hast du die kennengelernt? Wie? In Luzern? Was? Hast du mit der Frau Ausflüge gemacht? In der Schweiz machen sie doch immer Ausflüge. Erzähl mir nichts. Was? Da war nichts. Das ist etwas ganz anderes. Naja, mir gefällt schon manchmal ein Mann, aber ihr werft euch eben weg.